Hallihallo und willkommen zurück bei Aquaguero. Ein neuer Morgen ist angebrochen und ich habe im Vorfeld schon mal, bevor wir jetzt wieder eine ganze Folge damit verballern, hier irgendwie einen Ansatz zu finden für die Seite, habe ich nochmal von der Seite angefangen. Oh, ich wiederhole mich gerne. Hier eine Foundation hinzusetzen, möglichst gerade. Und dann habe ich die hier rangesetzt und bin jetzt mit den Ceilings hier weitergegangen. Die brauchen jetzt natürlich Support. Wir brauchen hier Pillars. Ich habe natürlich Angst, dass alles wieder zusammenkracht. Wir werden sehen. Fakt ist, wir brauchen Steine und... Moment. Stein und Metall natürlich. Wir haben kein Metall mehr. Ist alles aufgebraucht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Runde farmen gehen. Und dann fiel mir noch auf, was für ein Blödsinn eigentlich. Wir haben hier eine wunderschöne Treppe und auf der anderen Seite eine wunderschöne Treppe. Warum mache ich hier auch eine Treppe hin? Warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also machen wir da jetzt mal einen schönen Zaun hin. Dann haben wir auch mehr Platz, um irgendwelche Werkbänke hinzustellen. Ich habe nämlich noch eine im Gepäck. Und dann ist das auch alles schicki. Haben wir denn hier noch ein bisschen Zaun? Haben wir überhaupt noch Holz? Ich weiß gar nicht. Ich bräuchte jetzt hier nochmal eine Railing. Zwei Stück. Und dann machen wir das hier einmal zu. Das Ganze. Zack. Und zack. Und dann baue ich den ganzen Quatsch mal ab. Und dann ist gut. So ist das in sich geschlossen und sieht ja auch gleich ein bisschen besser aus, ne? Also das... Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Natürlich lasse ich hier diese Treppen bestehen. Die werde ich nicht einzimmern oder einbauen oder mit irgendwelchen Mods kaputt machen. Das bleibt so. Ich will es integrieren. So. Okay. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier die Durchgänge. Mal gucken, wie das mit den Werkbänken. Die muss ich noch ein bisschen umher, also noch ein bisschen umstellen. Gucken, ob hier irgendwas drin ist. Das sind ganz schön viele. Das müssen wir noch mal machen, weil ich habe noch eine andere Werkbank. Das müssen wir noch ein bisschen hübscher machen. Aber jetzt packe ich erstmal. Wo ist denn die Smithy? Hier. Ich habe so viel Zeug hier noch. Die klassischen Dinger packe ich mal hier rein. Keep zu Keep. Ozocraft zu Ozocraft. Dann habe ich hier noch eine Werkbank. So, Dino-Tracker und dann die Sachen noch in die Kippe-Dingsbums. Und dann brauchen wir unbedingt Metall und Stein. Und zwar jede Menge davon. So und so. Und dann hoffe ich mal, dass das wirklich gerade ist, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dieses Ding habe ich noch gebaut. Das ist die... von der... auch von der Pimp My Home Mod irgendwie. Von Building Parts heißen die. Ich stelle das jetzt erstmal hier hin. Das müssen wir aber noch ein bisschen ordentlich machen dann. Was? Was bewegt sich? Was? Wie süß ist das denn? Oh, das ist ja voll putzig. Hallo. Das ist voll süß. Die kann ich doch hier gar nicht draußen lassen, dieses Ding. Was kann man denn damit machen? Oh, interessant. Oho. Was? Okay, das ist heftig. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren, aber was das kostet, ach du Scheiße. Heftig, also so ein kleines Gebäude sollten wir vielleicht mal von diesem Zeug hier bauen, wenn wir mal
zu viel von den ganzen Ressourcen haben. Das ist ja mega Zucker hier mit dir. Ach, wie süß. So ein Terizino. Ist das ein Terizino? Ja, ne? Okay, nicht ablenken lassen. Wir brauchen Stein. Das ist aber kein Problem, denn ich werde die Dinger weghobeln von hier vorne. Weil wir brauchen sowieso ein bisschen mehr Platz. Sorry, Stimme. Upsi, was ist da los? So, komm, Dicky, beweg dich. Wir gehen darüber zu den Steinen. So. Und hier den großen noch. Sehr schön. Den würde ich gerne lassen. Achso, das ist, okay, dann machen wir den noch weg. Hier ist laut. So, dann kriegst du noch ein bisschen Gewicht drauf. Leben. Und Bewegungsgeschwindigkeit und noch mehr Gewicht. So. Na. Achso, das sind Dekosteine. Okay, warte, warte, dann gehen wir hier einmal. Ist hier noch einer? Jetzt beweg dich! Achso, du kannst nicht mehr. Alles klar. Gut, dann folge mir, mein Kleiner. Komm! Weg von dem Lärm. Grauenhaft. Kommt er, oder? Ja, da ist er. So. Ja, du bist vollgepackt, ich weiß. So, jetzt müssen wir schnell mit dem Ankylo nochmal nach oben. Und ganz viel Metall holen. Ich denke mal, die Reichweite wird reichen. Dass es gezogen werden kann. Okay. So, dann brauchen wir hier... Wieso hast du keinen Namen? Das geht so nicht. War das hier ja hier, ne? So. Haben mehr gut. Also das finde ich mega gut, dass wir hier so eine Metallquelle haben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, die Steine haue ich mal eben raus. Ich brauche hauptsächlich Metall. Obwohl das auch... Ne, wir machen ihn mit Metall voll. So. Und ein paar Level auf Gewicht wären auch noch gut. Schon wieder Stein genommen. So. Das war's. Okay. Aber eigentlich müsstest du dich doch noch bewegen können. Nein, kannst du nicht. Okay. Egal, es ist ja nicht weit. So, einmal nach Hause. Ich wünschte, die würden den Wasserfall mal ein bisschen leiser machen, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es eigentlich gar nicht richtig, denn ein Wasserfall ist nun mal laut.
So. Die sind ja nur auch in Wirklichkeit relativ laut. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Was ist denn mit meiner Stimme heute? Das ist ja furchtbar. Na, du Süßes. Nee, das sind... Was erzähle ich? Das ist gar kein Terezino, ne? Das sind doch diese kleinen, schlafenden Dinger, die in den Höhlen immer sind, oder? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Also, wir brauchen jetzt Pillars. Ich mache mal 6. Dann baue ich mal noch die 2 Ceilings ab und lasse nur eine, pack den Pillar drunter und versuche mal die Foundation wegzunehmen in der Hoffnung, dass es stehen bleibt. Ich hoffe, dass es einfach stehen bleibt. Mal gucken. Das wäre mega gut. Wir schauen mal. Ich bin überladen. Warum? Ach, ich habe Stein hier im Gepäck. Warum habe ich denn jetzt... Hä? Warum habe ich denn jetzt den Stein im Gepäck? Was habe ich jetzt gerade schon wieder nicht gerafft? Hätten wir ja doch noch mehr Metall nehmen können. So, und zwar... Was ist hier gerade passiert? Habe ich jetzt aus Versehen die 2... Hä, was? Achso, ich habe zu weit vorne angesetzt. Mist. Ist jetzt kaputt. Okay, super. Nee, ist nicht. Ich habe keine Ressourcen bekommen. Alles sehr verwirrend heute. Okay. So, ich packe jetzt hier drunter mal... Oh, bitte, bitte, das muss funktionieren. Das Teil. Wenn ich jetzt die Foundation wegnehme... Oh, Gott sei Dank. Okay, hat geklappt. Juhu. Sehr schön. Okay. So, dann packen wir hier die Ceilings ran, die ich nicht habe. Moment. Brauchen wir sowieso eine ganze Menge von. Die Ceilings. Und zwar diese hier. Nee, die nicht. Das da. Ich mache mal 10. Das reicht eh nicht lange. Da können wir gleich wieder farmen gehen. Ich habe übrigens mir erlaubt, die Griffins-Mod hier auch zu installieren, die wir auf Fjordur verwenden. Weil ich sie einfach geil finde. Und ich hoffe, weil hier sind ja ein paar mehr Gebiete auf Valguero als auf Fjordur, dass wir hier auch die Mountain-Griffins sehen. Die Mountain greifen und auch diese ganz kleinen Schultertiere. Es gibt ja auch noch eine dritte Variante in der Mod. So eine ganz kleinen Greifen, die du dir auf die Schulter packen kannst. Da habe ich voll Bock drauf. Mal gucken, ob wir die finden. Ich habe ja hier auch den Dino-Tracker, den ich auch demnächst dann bei Fjordo verwenden werde, weil das ein bisschen schwierig ist, dort Tiere zu finden. Kein Support. Warte, dann machen wir hier jetzt die Pillars ran. So. Und dann sollte das ja hoffentlich wieder funktionieren. Ist das eigentlich schief oder ist das... Ich hoffe, das ist jetzt gerade. Es sieht für mich gerade aus. Hier auch noch. Mal gucken. Ja, das ist okay. Ich glaube, besser wird es auch nicht. Oh, wir haben einen Anfang gefunden. Yeah! Jetzt brauchen wir ungefähr 1 Milliarde von den Pillars.
Von den Ceilings. Und Pillars. Der Baum muss weg. So, ich denke mal, ich werde schon ein Stückchen gehen. Über den Stein rüber. Wie würde denn das aussehen mit... Was habe ich denn... Was wollte ich denn da eigentlich nehmen? Mossy, ne? Damit sich das hier so ein bisschen angleicht. So. Ja, dass sich das so ein bisschen einfügt hier. Weil hier kommen ja die ganzen Ressourcen hin. Dort die Werkbänke und hier die Ressourcen. So, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall... Ich mache mal noch so... Da hinten ist dieser schöne Wasserfall. Warte mal. Ich will den nicht kaputt machen, ne? Also ich will nicht länger gehen als hier bis zum Stein. Ich mache mal noch erstmal 10, wenn wir so viel Materialien haben. Halt, halt, halt. Hier. Noch 10 von den Ceilings. Und dann können wir auch, glaube ich, gleich wieder loseiern. So. Haben wir eigentlich schon diese Gun gebaut? Diese hier? Die haben wir noch gar nicht, ne? Obsidian brauchen wir dafür. Wo finden wir denn hier Obsidian? Das muss ich mal überlegen. Also hier, wir haben auf jeden Fall in den White Cliffs haben wir definitiv Obsidian. Dann müssen wir da mal rüberflattern. Damit wir uns diesen Material Changer Gun bauen können. Das ist nämlich ein bisschen einfacher, statt jetzt jede einzelne Foundation mit dem Radialmenü zu bearbeiten. So. Gucken, wie viel Support ich habe und wie lange. Das dürfte eigentlich langsam aufhören. Aber noch kann er. Okay. Noch 10. Kriegen wir noch 10? Ja, eigentlich reicht mir das, ne? Eins. Ein noch. Das sollte reichen für meine ganzen Dinge, oder? Und dann machen wir hier noch ein paar Pillars ran. Wie viel sind denn das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt das? 8. Komm, wir machen noch 8. Dann gibt es noch einen fetten Zaun, aber ich glaube, dafür brauchen wir auch wieder sehr viel Metall. Railings, da. Hier die klassischen. Oh, wieso nimmst du jetzt mein Pilzholz? Ich will nicht, dass du mein Pilzholz... Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall nimmst du jetzt mein Pilzholz. Das heißt, wir haben kein normales Holz mehr. Das ist nicht gut. Doch, haben wir. Warum zieht er sich das Pilzholz? Das brauche ich unbedingt für die Plattform. Die Frage ist allerdings, ich habe ja diese Plattform Plus Mod auch installiert. Dafür brauchen wir ja eine Smithy.
Wo ist denn die jetzt? Hier, die Plattform Smithy. Dafür brauchen wir aber 150 Metallbahnen. Die habe ich jetzt erstmal hier nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo wir den großen Ofen hinstellen wollen. Wahrscheinlich auch hier drüben, ne? Okay, Step by Step. So, wir brauchen auf jeden Fall diese Plattform Smithy und dann müssen wir die Plattformen bauen. Mal gucken, ob die auch Pilzholz brauchen. Das wollte ich eigentlich gucken. Hier die großen? Ja, guckt mal hier. Wieso braucht die Large Stone Plattform mehr als die Large Stone Cliff Plattform an Pilzholz? Das verstehe ich gerade nicht. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall sehr viele Ressourcen. Habe ich jetzt die Dinger mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Oh. Hallo. Konzentriere dich bitte, Lake. Zack. Dann müssen wir jetzt hier einmal die Stützpfeiler bauen. Reicht nicht. Ich mach mal noch so, also wenn wir haben, mache ich mal noch so noch 6 vielleicht. Achso, und Railings wollte ich ja auch haben. Genau. Da machen wir 15. So, und dann noch ein paar Pillars. Kein Metall mehr? Ernsthaft? Oh, das kann aber nicht wahr sein. Okay. Gut. Müssen wir wieder hoch. Hilft ja nicht. Hilft ja nicht. Hallo? Was ist los? So, jetzt aber. Husch, husch, wir brauchen Metall. So, hier ist alles weg. Machen wir jetzt hier erstmal weiter. Okay. Ich wollte eigentlich gar keinen Stein haben. Aber eigentlich ärgert mich das auch, ne? Also wenn wir jetzt schon hier so auch die Steinmaterialien haben. Hier komm, es ist mir einfach zu schade, das hier verkommen zu lassen und jedes Mal abzubauen und wegzuwerfen, dann fliegen wir halt öfter mal. So. Fliegen wir erstmal wieder zurück. So, dann wollten wir Pillars bauen. So, die haben wir. Pillars bitte 6. So. Okay, wir brauchen dringend Obsidian. Ich glaube, ich habe sogar drüben in einer anderen Base noch Obsidian, bin mir aber nicht ganz sicher. Hm.
So, dann machen wir das einmal fertig. Was? Hoppala. Komme ich hier gar nicht mehr raus, ist ja total gut. Doch, komme ich. So, dann müssen wir hier noch welche machen. Soll ja schon. Irgendwie, warte mal, ist das auf der Höhe hier? Okay. Auf der Höhe. Und so. Fertig. Das sollte erstmal reichen. Ich überlege tatsächlich, ob ich hier nicht auch die große Forge hinpacke. Aber ich denke mal schon, denn wir brauchen eine große Forge hier, wenn wir hier bauen und so weiter und so fort. Und die würde sich hier, glaube ich, ganz gut eignen auf der Seite. Könnte ich noch eine Reihe machen? Nee. Okay, wir hauen jetzt die Zäune dahin und... Die reichen natürlich gar nicht. So, und dann habe ich noch drei. Und es fehlt exakt ein Stück. Okay. Gar kein Problem. Wir haben noch etwas Holz hier. Das einmal weg. Das rein. So. Da sind wir auch schon beim Ende der Folge angekommen, haben hier eine schöne Seite gebaut und dann kommt hier eine große Fortune und die ganzen Ressourcen, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Und flattert auch nochmal los wegen Obsidian, vielleicht machen wir das als erstes in der nächsten Folge, mal gucken. Weil ich würde das ja auch gerne hier alles noch umändern, farblich. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.